Ein Türchen durch die Eifel und das in einem schönen Oldtimer. Da geht mir das Herz auf. Apropos Herz. Das musste in meinem Leben schon viel mitmachen. Jetzt mit 60 frage ich mich, wie gesund bin ich eigentlich? Als junger Mann habe ich viel geschuftet, eine Zeit lang sogar im Tagebau. Immer Vollgas, keine Pausen. Und dann Herzinfarkt mit 28. Krankes Herz. Millionen Deutsche bekommen pro Jahr diese Diagnose. Es ist die Volkskrankheit Nummer 1. Aber woran liegt das? Welche Rolle spielen Stress, Bewegung oder ungesunde Ernährung? Ich war auch mal Koch, liebe deftiges Essen, gerne mit viel Butter, schmeckt himmlisch, ist aber leider fast wie Gift fürs Herz. In diesem Film mache ich mich auf eine spannende Reise und treffe Menschen, deren Herzen plötzlich gestreikt haben. Du wartest auf ein neues Herz. Dein Herz wird das nicht schaffen. Ja. Ich zeige Ihnen aber auch, wie weit die Herzmedizin heute schon ist, um Menschenleben zu retten. Dabei unterstützt mich die Ärztin Dr. Jael Adler. Sie weiß, worauf wir alle beim Thema Herz Acht geben sollten. Tja, und dann steht noch das hier an. Jetzt wird noch schwerer, ne? Mein großer Check-up. Vorsorgeuntersuchung fürs Herz. Und so viel kann ich jetzt schon verraten. Das Ergebnis hat mich ein kleines bisschen überrascht. Mal einen Gang runterschalten, das nehmen wir uns ja alle häufiger vor. Aber klappt dann doch meist nicht so richtig im Alltag. Jetzt mit 60 achte ich wieder bewusster auf meinen Körper. Mache gerne, was mir gut tut. Dieses Schmuckstück mit 4 Rädern ist ungefähr so alt wie ich. Muss auch gepflegt werden. Ein bisschen schrauben, ein bisschen putzen. Herrlich. Sowieso mache ich ja gern diesen Vergleich zwischen Autos und dem Menschen. Es gibt Getriebe, Gelenke und einen Motor, der alles am Laufen hält. Damit kenne ich mich gut aus. Aber ich habe selbst ja schon erlebt, wenn der eigene Motor schlapp macht. Trotzdem weiß ich kaum etwas übers Herz. Das will ich ändern. Das Herz ist ein faszinierendes Organ. Es schlägt unermüdlich. 70 Mal pro Minute, 100.000 Mal pro Tag, circa 3 Milliarden Mal im Laufe eines Lebens. Ein richtiges Kraftpaket. Schauen wir uns mal an, wie das Herz aufgebaut ist. Es besteht aus einer linken und einer rechten Herzhälfte. Jede verfügt über einen Vorhof und eine Herzkammer. Dazwischen befindet sich eine segelartige Klappe. Sie funktioniert wie ein Ventil, lässt also das Blut nur in eine Richtung durchfließen. Und wie funktioniert jetzt der Blutkreislauf? In das linke Herz gelangt das frisch mit Sauerstoff beladene Blut aus der Lunge, wird gleich weiter gepumpt in den Körperkreislauf. Sauerstoff wird dort ans Körpergewebe abgegeben und CO2 aufgenommen. Das Blut fließt dann zurück zum rechten Herzen, von da in die Lunge. Dort wird CO2 abgeatmet und frischer Sauerstoff wieder aufgenommen. Und so beginnt der Kreislauf von neuem. Damit das Herz seine Aufgabe auch immer erfüllen kann, braucht es natürlich auch frisches Blut und Sauerstoff. Und das erledigen die Herzkranzgefäße, die das Herz umgeben. Ist es nicht eigentlich unglaublich, was unser Herz so leisten muss? Aber die meiste Zeit ist für uns ja eine Selbstverständlichkeit. Solange es im Takt schlägt. Aber was, wenn nicht? Herzprobleme sind keine Alterskrankheit. Ich war 28. Manche trifft es schon in jungen Jahren. In Berlin darf Franziska Bleis das Krankenhaus seit Monaten nicht mehr verlassen. Die 39-jährige Mutter wartet seit einer verschleppten Erkältung auf ein Spenderherz. Franziska ist nach einer Herzmuskelentzündung so geschwächt, dass ihre einzige Chance auf ein Weiterleben ein neues Herz ist. Vor 2 Jahren war Franziska noch gesund.
arbeitete in einer Arztpraxis, unternahm viel mit ihrer Tochter und ihrem Mann. Dann bekam sie eine Herzmuskelentzündung, die richtete bei ihr großen Schaden an. Schon zweimal stand Franziskas Herz still. Beide Male wurde sie zu Hause von ihrem Mann wiederbelebt. Im Deutschen Herzzentrum Berlin wartet sie nun getrennt von ihrer Familie und auf ungewisse Zeit auf das lebensrettende Spenderherz. Oder Franzi. Franzi, wenn dir Franzi lieber ist, dann mach ich, also gerne, Franzi, bin ich der Hotti oder Horst, ne? Darf ich mich so ein bisschen dazu setzen? Wenn ich dich jetzt so angucke, wie hast du diese Herzmuskelentzündung, wie hast du die bekommen, wie hast du die bemerkt? Aus einer ganz kleinen Erkältung raus, die sich relativ schnell innerhalb von 14 Tagen dann zu ganz schwerer Luftnot entwickelt hat. Also in die Rettungsstelle bin ich nicht mehr ohne Hilfe gekommen. Mein Gott. Und da wurden schon Notfalltransplantationen in den ersten Tagen in den Mund genommen. Und das war natürlich psychisch dann für uns alle auch eine ganz, ganz, ganz schwierige Sache. Wie ist für dich jetzt die Zeit des Wartens? Ich stelle mir da ziemlich schwer vor. Ich fühle mich jetzt einfach sicher in diesem Krankenhaus, dass meine Familie nicht ständig diesen Stress hat. Da gibt es ja Situationen, mein Mann, der meinte, morgens, wenn ich beim Bäcker klingel, nicht gleich Zuck gemacht habe, dann hat er schon Angst gehabt, mich anzutippen. Nach diesen ganzen Reanimationssachen ist diese Angst natürlich noch tiefer sitzend. Und darum bin ich froh für mich, dass ich immer an so einem EKG-Kabel hänge. Ich kann mir das gar nicht so sehr vorstellen. Du wartest auf ein neues Herz. Dein Herz wird das nicht schaffen, ne? Genau. Ich sehe mein Herz immer noch als Schatz an, dass es mich diese 2 Jahre jetzt weiterbringen konnte. Dass ich mich an diesen Gedanken nach und nach gewöhnen konnte, dass das jetzt tatsächlich der Weg ist, den ich gehen muss. Wenn ich da jetzt liegen würde, würde ich mir jetzt wünschen, dass möglichst heute noch ein Herz kommt, was zu mir passen würde, mit dem Hintergedanken, dafür musste jetzt gerade jemand sterben. Ja. Es stirbt ja keiner extra für mich. Ja, ne? Das stimmt. Es geht jemand sicherlich zu früh, sicherlich plötzlich aus dem Leben, aber der hat sich mal in seinem Leben Gedanken gemacht, was er danach möchte. Was er vielleicht auch über Tod und Leben denkt. Dass er hofft, dass seine Organe wahrscheinlich auch noch sehr, sehr vielen Menschen helfen können. Und sicherlich auch hofft, dass die eigenen Organe einfach als ein Stück von sich selbst überlebt. Du bist eine sehr tapfere Dame, wenn ich das so sagen darf. Ich hoffe sehr, dass das ganz schnell geht. Das hoffe ich auch. Meine Liebe. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön. Schön, dass ich kommen durfte. Ciao, ciao. Tschüss. Wie man Patienten wie Franziska in Zukunft noch schneller helfen kann, sehen wir später. Ich werde sie bei ihrem Weg begleiten. Das Herz ist ein ziemlich sensibles Organ und auch ein Spiegel unserer Gefühle. Kennen wir doch alle, oder? Frisch verliebt, das Herz pocht bis zum Hals. Dieser kleine Kick, der einen lebendig fühlen lässt. 3 Milliarden Mal im Leben schlägt so ein Herz. Und doch kann es plötzlich vorbei sein. Unser Herz schläft nie. Klar, dass es bei so einem Hochleistungsorgan auch mal zu Fehlern kommen kann, Verschleiß oder auch ein Herzinfarkt. Was passiert eigentlich genau bei einem Herzinfarkt? Dazu schauen wir uns am besten mal das Herzmuskelgewebe an. Das ist für die Pumpbewegung zuständig. Die Herzmuskelzellen sind etwas ganz Besonderes. Weniger als 1% jährlich von ihnen werden nur erneuert. Und das macht das Gewebe natürlich angreifbar. Kommt es also durch Ablagerungen zu einer Verengung der Herzkranzgefäße oder zum Verschluss, dann kommt zu wenig sauerstoffreiches Blut an das Herzmuskelgewebe heran, das Gewebe stirbt ab und das ist dann der Herzinfarkt. Für über 50.000 Menschen in Deutschland endet der pro Jahr tödlich. Schon einer von 4 Risikofaktoren, Rauchen, Diabetes, erhöhter Blutdruck oder erhöhte Cholesterinwerte, kann das Herzinfarktrisiko um das 10-fache steigern. Wie erkennen Sie einen Herzinfarkt? Die typischen Anzeichen sind starke, oft ausstrahlende Schmerzen hinter dem Brustbein, ein Enge- oder Druckgefühl in der Brust und Unruhe bis Todesangst bei den Betroffenen.
Vor allem bei Frauen können auch Atemnot, Schweißausbrüche, Rückenschmerzen oder Übelkeit und Erbrechen auf einen bevorstehenden Infarkt hinweisen. In Notfällen sofort die 112 anrufen. Nach meinem Herzinfarkt damals habe ich einiges geändert. Vor allem lebe ich bewusster und sehe lieber das Positive, statt rumzumaulen. Gerne gehe ich mit meiner Frau Nada und unserem Hund Stella spazieren. Als Risikofaktoren übrig geblieben sind allerdings Stress und Ernährung. Schon als kleiner Mann wollte ich alles aus jedem Tag herausholen. Viel erleben, mir was aufbauen. Arbeiten war mein Lebensinhalt. Dann habe ich das Kochen für mich entdeckt. Hatte ein Restaurant und eine Show im Fernsehen. Ich mache die Butter im Backofen immer unsichtbar. Man nennt mich auch Butter-Houdini. Ich kann Butter verschwinden lassen. Wenn ich heute von der Arbeit nach Hause komme, hat meistens Nada gekocht. Sie achtet mehr auf gesundes Essen als ich. Deshalb habe ich ihr zum 60. Geburtstag versprochen, mich bald mal durchchecken zu lassen. Dankeschön. Was soll's sein, bitte? Also ich habe mit der Frau diskutiert. Ich hätte gerne einen Champignon-Rahmschnitzel gehabt mit Pommes und Mayo. Also du bist 60 geworden, ich glaube. Forelle, weil die gesünder ist. Wunderbar. Einmal Forelle. Können wir die schon wegtun. So. Du bekommst jetzt eine Check-up. Machst du dir Sorgen? Hast du Angst davor? Ja, weil ich will eigentlich gar nichts wissen. Weil ich glaube, man wird kränker, wenn man was weiß. Aber das ist wieder sehr egoistisch. Von einer Seite gehst du viel arbeiten, weil du sagst, das ist schön. Du möchtest eine Familie haben, du möchtest eigentlich lange leben. Aber du willst im Grunde genommen davon nichts wissen. Es kann auch andersrum gehen, dass man auf einmal Pflegefall wird. Und was ist dann? Dann mache ich das einfach so, dass ich sage, okay, ich muss in große Inspektion wie ein Oldtimer. Wenn ich zum Check gehe, gehst du auch zum Check. Mach ich. Ja. Prost. Ja, Wasser ist sehr gesund. Hm? Ui. Ja, das ist meine Forelle, Horst. Ja, aber Hallöchen. Einen guten Appetit. Würdest du mal sagen, dass du gesund lebst? Gesünder als früher. So richtig gesund nicht. Nein. Du lebst wesentlich gesünder. Ja, die Ernährung, da müsste ich ein bisschen was dran tun. Aber jetzt hast du schon mal aufgehört zu rauchen, zumindest diese giftige Zigarette. Kaffee ist ja auch nur noch ein Tässchen am Tag. Das waren ja früher 15. Ach, stimmt. Jetzt will ich die Forelle essen, ich habe Hunger. Guten Appetit. Lies den Wein dazu. Ein bisschen Bammel vom Check-up habe ich schon. Ist ja auch mein erster. Aber warum regelmäßige Untersuchungen wirklich wichtig sind, erfahre ich auf meiner weiteren Reise. Dafür geht es nach Hamburg. Hier treffe ich in der Altstadt von Finkenwerder Armin Pippel. Er ist ein Jahr älter als ich, 61, und hat nur durch Zufall erfahren, wie krank sein Herz ist. Moin Horst. Moin Armin. Dann darf ich dir Armin sagen, ne? Armin ist selbstständiger Baumeister, hat sich auf die Renovierungen von Häusern mit umweltfreundlichen Baustoffen spezialisiert. Er liebt seinen Job und gibt wie viele Selbstständige immer alles. Das bedeutet aber auch lange Tage und kaum Urlaub. Daneben stemmt er seine eigene Baustelle. Ein Tiny House. 30 Quadratmeter auf 2 Etagen, mein lieber Mann. Armin macht auf mich eigentlich einen fitten Eindruck. Kaum zu glauben, dass sein Herz nur noch mit 20% Leistung pumpt. Eher zufällig wurde bei ihm die drohende Verstopfung seiner Herzkranzgefäße entdeckt. Nun steht er kurz vor einer großen OP. Wann hast du da tatsächlich das erste Mal gemerkt, dass da irgendwas schief ist? War das aus Versehen oder hast du regelmäßig Untersuchungen gemacht? Nee, das war tatsächlich ein Arzt, der mit dieser Sache überhaupt gar nichts zu tun hatte. Und der hat mir im Grunde genommen damals gesagt, lass das mal untersuchen, tendenziell geht's nach oben. Ja. Und das habe ich dann beherzigt, allerdings nicht sofort, sondern so, wie wir eben halt sind. Ja. Wir haben es erstmal schleichen lassen. Alles andere ist ja erstmal wichtiger. Außerdem hast du ja einen Job, du musst Kohle verdienen. Ja, man fühlte sich auch gut. Das ist an und für sich, kümmert man sich das erste Mal wirklich um sich selbst. Aber spannend mit 60, ne? Mit 61 Jahren. Mit 61 Jahren, das ist dann so. Du hast morgen eine Mega-OP vor dir. Ja.
Hast du dir schon so einen kleinen Plan gemacht, wo du sagst, okay, das werde ich alles verändern? Ist das eine Riesenchance, alles zu überdenken, alles anders zu machen? Wie die Diagnose gestellt wurde, macht man sich natürlich schon Gedanken, etwas stressfreier zu leben. Nur als Selbstständiger hast du nicht die Chance, das sofort alles einmal umzukrempeln. Armin, aber mit diesem langsam aufhören, ich glaube, das ist schwierig. Ich mach das an. Ich lege mich einfach hin, lass mich operieren und der Rest, der muss eben halt gemacht werden. Das ist ein Gottvertrauen jetzt. Ja. Und Vertrauen zu den Ärzten. Ja, genau. Du musst ins Krankenhaus, mein Junge. Ich muss damit los. Ja. Komm, Armin. Das sind die Schritte in ein ganz neues Leben. Ja. Ja. Ich hoffe es sehr. Doch, das wird so. Armin erinnert mich sehr an mich früher. So lange schuften, bis die Quittung kommt. Im Albertinenkrankenhaus wird Armin operiert. In seinem Herzen haben sich 4 lebensgefährliche Engstellen gebildet. Um die zu umgehen, wird der Arzt Venen aus seinen Brustbeinen entnehmen und zu Bypassen am Herzen machen. Herr Professor Dr. Ries, was ist passiert, dass an Armin seinem Herzen an so vielen Stellen so extrem zu ist? Ja, der hat die Natur gewürfelt. Ja? Das sind bestimmte Risikofaktoren, die ein Mensch mit sich trägt. Das ist wahrscheinlich, das wissen wir heute, der stärkste Risikofaktor ist die genetische Vererbung. Also ich kann es nicht verinnerlichen, dass das jetzt mit mir passiert. Aber letztendlich wird es so sein und morgen Nachmittag werde ich das ja spüren. Wenn ich in neue Bypasses eingebaut habe, das ist wie ein hochwertiger Motor, wo die Brennstoffleitung verstopft ist. Und wenn man neue Benzinleitung oder Treibstoffleitung einzieht, dann ist der Motor wieder tipptopp. So. Der Vergleich mit dem Motor kommt mir bekannt vor. Armins Hauptrisiko ist seine genetische Vorbelastung. Das ist in meiner Familie auch Thema. Mich erstaunt, wie ruhig Armin ist, obwohl er schon in wenigen Stunden am offenen Herzen operiert wird. Ich fühle mich ja eher unwohl in Krankenhäusern. Hier wäre noch ein Kühlschrank. Sie bekommen ja heute noch Abendbrot. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen wir sehen uns nach der OP. Danke. Alles Gute. Danke. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. Armin, ich würde dich normalerweise drücken, aber das geht jetzt nicht. Alles Gute und wir hören uns in Kürze. Vielen, vielen Dank für deine Begleitung. Armin, denk da dran. Alles wird gut. Tschüss. Tschüss, mein Danke. Lieber. Tschüss. Tschüss, Horst. Armin hatte Glück, dass der Zustand seines Herzens noch rechtzeitig überprüft wurde. Denn das ist das Tückische. Eine Herzschwäche bleibt häufig über lange Zeit unbemerkt. Und plötzlich macht die Pumpe dann schlapp. Deshalb raten Ärzte auch zu regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen. Mein Check-up ist lange überfällig. Ich habe einen Termin am Deutschen Herzzentrum in Berlin. Und ich mache mir so langsam Gedanken, was da so rauskommen wird. Meine Erkrankungen liegen zwar schon 30 Jahre zurück, aber ob wirklich alles gesund ist? Denn lange zu leben, das ist schon ein Herzenswunsch von mir. Ja, ich weiß, es gibt da eine Vorgeschichte. Könnten Sie das vielleicht kurz einmal schildern? Kurz und knackig, mit 26 Jahren erster Gehirnschlag, linksseitig gelähmt, sprachbehindert. Nach circa einem Jahr wieder alles fit. Mit 28 Jahren den zweiten Gehirnschlag mit Herzinfarkt. Und seit der Zeit alles gut. Mhm. Eltern, Geschwister, gibt es denn da Menschen, die in frühen Jahren auch mit dem Herzen oder dem Kreislauf Probleme hatten? Vater ist dann mit 56 Jahren gestorben an Herzinfarkt, Lungenembolie. Mhm. Und gibt es Risikofaktoren bei Ihnen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Bluthochdruck habe ich ab und an, ja, aber ich glaube, es lag eher am Kaffee. Und, da werden Sie fast stolz auf mich sein, seit 7. Januar ist keine aktive Zigarette mehr im Spiel bei mir. Ja. Donnerwetter, Gratulation, das finde ich super. Mhm. Ich schlage vor, wir machen eine Blutabnahme, Laboruntersuchung, ein EKG und ein Herzultraschall. Herz, Lunge abhorchen, dass ich da nochmal einen Eindruck habe. Einverstanden? Wunderbar. Na, dann lasse ich mich mal überraschen. Erstmal begebe ich mich in die Hände der vertrauenswürdigen Frau Dr. Jütte. So, jetzt wissen wir, wie der Strom durch die Pumpe läuft. Ja. Und als nächstes gucken wir uns das Herz im Ultraschall an. Kann man denn schon was sagen, oder? Nach der Werbung. Nach der Die Ultraschalluntersuchung tut nicht weh, aber sie bringt viel.
Leider zahlen die Kassen das meistens nur bei konkreten Beschwerden oder Vorerkrankungen. Mein Infarkt hatte ich vor 30 Jahren. Ob man heute noch etwas davon sieht? Wie ich immer an dieser Stelle sage, keine Sorge, sind nicht schwanger. Naja, die Ergebnisse bekomme ich ja erst später. Bei Armin Pippel in Hamburg wird's jetzt ernst. Seine OP geht gleich los. Dabei wird der Arzt zunächst Schlagadern aus Armins Brustbeinen entnehmen. Dann näht er sie so zusammen, dass sie als Bypässe an den Engstellen im Herzen vorbeigeführt werden können. Eine wahnsinnig ruhige Hand braucht man dafür. Nach der OP werden alle Bereiche von Armins Herzen wieder ausreichend durchblutet. Solche Eingriffe sind heutzutage Routine. Die Geschichte der Kardiologie ist voller mutiger Versuche und herber Rückschläge. Doch die Forschung blieb unermüdlich dran, um die Herzmedizin auf den heutigen Zustand voranzubringen. Bereits 1500 zeichnet Leonardo da Vinci detaillierte Bilder des Herz-Kreislauf-Systems. 1896 kommt die erste Herzoperation. Dem Frankfurter Chirurgen Ludwig Rehn gelingt es, das Herz eines Gärtnergesellen nach einer Messerstecherei wieder zusammenzunähen. 1952 kommt die erste künstliche Herzklappe. 1958 der erste interne Herzschrittmacher. 1967 die erste Bypass-Operation. Seit Ende der 70er Jahre sind Ballons und Stents im Einsatz, um verengte Herzkranzgefäße aufzudehnen und offen zu halten. Und wie sieht die Zukunft der Herzmedizin aus? Weltweit wird an Herzkrankheiten geforscht, jährlich mit großen Fortschritten. Viele Innovationen sind made in Germany und retten heute schon täglich unzähligen Menschen das Leben. In wenigen Jahren wird das hier möglich sein. Ein 3D-Drucker erstellt eine Vene aus körpereigener Biotinte. Ausgedruckte Bypässe. Daran wird am Uniklinikum in Kiel geforscht. In Deutschland sind jährlich Zehntausende auf eine lebensrettende Bypass-OP angewiesen. Aber körpereigene Gefäße, die als Bypass dienen können, sind oft nicht vorhanden. Wenn diese Patienten an erneuten Verkalkungen leiden, haben wir häufig nicht mehr ausreichend Gefäße zur Verfügung für eine zweite Operation. Die Vision des Teams, menschliche Gefäße wie diese Beinvene nachzubauen und bei Bedarf auszudrucken. Dazu hat das Kieler Forschungsteam einen 3D-Drucker entwickelt, der lebendige Zellen drucken kann. Zum Einsatz kommt eine spezielle Biotinte aus menschlichem Bindegewebe und einem Algenprotein. Einmal gedruckt, wird das Innere der Gefäße dann mit Zellen ausgekleidet, die aus dem Blut der herzkranken Person gewonnen werden. Die größte Herausforderung für das Forschungsteam ist der extrem hohe Anspruch an das gedruckte Material. Denn das muss jahrelang im Menschen durchhalten, ohne zu verstopfen. Unsere Hoffnung ist, dass wir eben die Funktionen des Gefäßsystems möglichst gut nachahmen. Bestehen die gedruckten Gefäße die Stresstests, sollen die ersten 3D-Bypässe in 5 bis 8 Jahren einsatzfähig sein. Bypässe aus dem Drucker, das ist ja abgefahren. Aber für alle, die im Volksmund unter verkalkten Arterien leiden, ein großer Hoffnungsschimmer. Eine der Hauptursachen dafür, Cholesterin, Blutfette. Mal sehen, wie es bei mir aussieht, ist nämlich ein Riesenthema und nicht nur bei Leuten in meinem Alter. Über die Hälfte aller Erwachsenen haben zu hohe Werte. Und woran liegt das? Vor allem an sowas. Zu viel Fleisch, zu viel Sahne, zu viel Alkohol, Rauchen. Zum Glück habe ich damit jetzt aufgehört. Besser ist das hier. Herrlich duftendes Olivenöl, ein paar Nüsschen, leckere Linsen und viel mehr Bewegung. Wie viele Liter nehmen wir ab? Solange Sie noch Gesichtsfarbe haben. So, fast geschafft. Nur noch eine Untersuchung fehlt und dann habe ich endlich Gewissheit. Seit 51 Tagen wartet Franziska Bleis im Deutschen Herzzentrum schon auf ein neues Herz. Nach einer verschleppten Erkältung entzündete sich ihr Herzmuskelgewebe. Keine Chance auf Heilung. Jederzeit könnte sie erneut einen Herzstillstand bekommen. Franzi steht daher auf der Liste für Herztransplantationen ganz oben. Wartezeit ungewiss. Das bedeutet auch, sie ist monatelang von ihrer Familie getrennt. Hallo, Celine. Was hat Papa zum Mittagessen gemacht? Schnitzel mit
Rotkohl, Kartoffeln und Soße. Und, war gut? Naja. Bei meinem Besuch habe ich Franzis Zuversicht gespürt. Und sie vertraut der Medizin, die es ihr ermöglichen kann, ihre Tochter aufwachsen zu sehen. Ich wünsche ihr so sehr, dass sie schnell ein Herz findet. Und werde noch jemanden treffen, der Hoffnung gibt. Doch erstmal gibt's gute Nachrichten von Armin, der sich bei mir meldet. Wie geht es ihm mit seinen neuen Bypässen? Thomas. Ja, Armin, mein Junge. Das freut mich zu sehen, dass du wieder lächelst. Wie geht es dir? Professor Dr. Ries war schon da, hat gesagt, dass es gut gelaufen ist. Einem für sich ein glatter Durchgang. Ich drück die Däumchen, fühl dich gedrückt. Vielen, vielen Dank. Ciao, mein Lieber. Ciao. Möglichst positiv nach vorne zu gucken, das ist ja meine Rede. Heute lerne ich Elmar Spring kennen, der seit 10 Jahren mit einem Spenderherzen lebt. Tabletten gegen eine körperliche Abstoßung muss er noch immer nehmen. Aber er selbst hat sein neues Herz voll akzeptiert. Und wie? Elmar ist zweifacher, transplantierter Weltmeister im Triathlon, Ironman, Bergsteiger und wurde schon als der fitteste Herztransplantierte der Welt bezeichnet. Nach einem plötzlichen Herzinfarkt mit 39 Jahren und Monaten zwischen Leben und Tod hat Elmar sich mit eisernem Willen zurück ins Leben gekämpft. Er will mit seiner Geschichte auf das Thema Organspende aufmerksam machen. Elmar, jetzt habe ich dir zugeguckt und wenn man das so sieht, rank und schlank, rennt wie doll, Sportler durch und durch. Ich werfe dir mein Datum zu, 12.07.2010. Ja, das war wohl ein einschneidender Tag in meinem Leben. Ich habe von zu Hause gearbeitet und um 6:10 habe ich mich aufs Sofa gesetzt mit meinem Laptop, wollte noch so ein paar Angebote rausschicken und dann habe ich einen Herzstillstand bekommen auf dem Sofa. Kurz vor 8 wäre ich in der Uniklinik in Köln wach und nicht mehr mein Fernseher an, sondern halt da eine EKG-Linie. Wenn dir das passieren würde mit 85, 92, wäre es der schönste Tod auf Erden, den man sich wünschen könnte, aber nicht in dem Alter. Nee. Elmar, wie war der Moment für dich, als du Bescheid bekamst, Herz ist da? Großer Glücksmoment. Ich wusste halt, jetzt komme ich hier aus dem Krankenhaus raus. Ja, das ist die einzige Chance, hier rauszukommen. Und nach einem Jahr habe ich ja schon meinen ersten kleinen Triathlon gemacht und war, glaube ich, 13 Monate später auf dem Großglockner schon. Und also da ging es dann. Du wirst irgendwann Guinness-Buch der Rekorde kommen. Ja, hoffe ich. Mit dem Herz, mit dem neuen Herz länger gelebt hast als vorher mit dem alten. Ich will einfach auch viel erleben. Da ist ja Leben auch drin. Und ein Professor in München, der sagte, wenn man den Sport abfüllen könnte in ein Fläschchen, das wäre die beste Medizin, sagt er selber. Ja. Wenn ich jetzt hier weggehe, ich bin jetzt schon steif vorm Stehen und habe nichts getan. Elmar hat sich wunderbar ins Leben zurückgekämpft. Und bevor ich wieder fahre, möchte ich zwei miteinander verbinden, die sich bestimmt viel zu erzählen haben. Franziska, grüß dich, meine Liebe. Ich drücke dir auf jeden Fall echt total die Daumen, dass es irgendwie. Wie lange wartest du jetzt da? Jetzt warte ich heute exakt 60 Tage und man weiß nicht, wann es ein Ende hat. Und das ist schwierig. Wenn du dich möglichst fit hältst, da, so gut es eben geht, ja, dann ist es ein großer Vorteil für nach der OP. Dann kommt man eigentlich auch ganz, ganz schnell wieder auf die Beine. Der Elmar ist sehr motivierend. Was er mit einem gespendeten Herz leisten kann, das können ja die meisten nicht meinen. Meine Liebe, dir alles Liebe, alles Gute. Wir hören voneinander. Ciao. Ciao. Elmar und Franziska, zwei liebe Menschen, deren Leben von einer Organspende abhängt. Beim Thema Organspende ist Deutschland international leider unter den Schlusslichtern. USA und Spanien haben 4-mal so viel Organspenden. Österreich und Frankreich immerhin noch mehr als das Doppelte. Auf der Herztransplantationsliste warten doppelt so viele Menschen, als es Spenderherzen gibt. Und viele überleben die Wartezeit nicht. 1967 wurde die erste Herztransplantation durchgeführt. Seither hat die Medizin große Fortschritte gemacht. Über die Hälfte der Empfänger überleben heute länger als 10 Jahre. Damit noch mehr Menschen gerettet werden können und nicht auf der Warteliste versterben, sucht man fieberhaft nach Lösungen. Ganz konkret testen Mediziner schon maschinelle Kunstherzen, sogenannte Total Artificial Hearts, die das menschliche Herz komplett ersetzen könnten. Klingt nach Science Fiction, ist aber längst Realität. Kunstherzen,
künstliche Pumpen, die im Körper eingesetzt werden. So wie hier im Versuch mit einem Schafskadaver wollen Forscher Kunstherzen nun so perfektionieren, dass Herzpatienten wieder ein normales Leben führen können. Wir haben aktuell zwei verfügbare totale Kunstherzsysteme. Und das ist noch nicht befriedigend. Es sind alles noch Systeme, die nur als Überbrückung dienen bis zur Transplantation. Und das Ziel der Kunstherzforschung ist es schon immer gewesen, eine Alternative für eine Herztransplantation zu stellen. Das eigene Herz durch eine Maschine auszutauschen, ist ein Gedanke, an den man sich vielleicht erst gewöhnen muss. Aber beim großen Mangel an menschlichen Spenderherzen können Kunstherzen Lebensretter sein. Es gibt viele Patienten mit Herzversagen, für die es keine andere Option mehr gibt. Wir versuchen etwas zu tun, damit diese Patienten überleben. Besonders die Anschlüsse an die körpereigenen Blutgefäße sind eine große Herausforderung für die Ingenieure und später überlebenswichtig für den Patienten. Das Besondere an dem Modell Real Heart: Es besteht wie das menschliche Herz aus zwei Vorhöfen und zwei Kammern, die durch Klappen getrennt sind. So kann sich das Kunstherz dem Kreislauf selbst anpassen. Also das Wichtigste für mich ist ja, dass man auf den Tod eines anderen nicht mehr warten muss. Du kannst dann die Firma anrufen und sagen, schick mir die Kiste. Oder ich habe einige im Lager und sage, so, Patient geht's nicht gut, wir implantieren jetzt ihn. Das ist der Traum und das treibt mich die ganze Zeit auch an. Mit dem Kunstherzen sollen Menschen einmal zwischen 5 bis 10 Jahre leben können, bevor es ausgewechselt werden muss. Das Team hofft auf eine Marktzulassung im Jahr 2025. Meine Pumpe ist ja noch aus Fleisch und Blut, muss jetzt noch den Stresstest bestehen. Ich würde es auch ein bisschen schwerer. Ich weiß. Ich freue mich schon. Es wird noch schwerer, ne? Noch schwerer geworden. Oh. Keine Beschwerden. Nur die Beine. Nur die Beine. Boah. Alter. Der Strom wird aber gewonnen fürs Krankenhaus. Vom Chefarzt die Kaffeemaschine mit. Nur ein Espresso, lass den Lichter noch eine Stufe treten. So. Hallo, Herr Lichter. Willkommen zurück. Dankeschön. Nehmen Sie Platz. Also, die darf ich wieder abnehmen? Aber gerne. Also wir haben ja das Labor von heute früh. Das ist im Wesentlichen ist das alles sehr gut. Also das Einzige, was mir hier auffällt, ist, dass Ihre Blutfette etwas zu hoch sind. Also mit Diät allein wird das nicht ganz in Ordnung zu bringen sein, ob man nicht hier doch auch medikamentös unterstützen muss. Dann haben wir das EKG gemacht, da haben sie einen schönen, guten Herzrhythmus. Das Einzige war, dass bei der höheren Belastung, da sind so einzelne Herzrhythmusstörungen aufgetreten, Extraschläge. Und hier müssen wir uns einfach überlegen, was man daraus macht. Und wenn ich das jetzt für mich richtig verstanden habe und ich wäre ein Oldtimer, dann habe ich Verschleiß, aber ich stehe nicht vor einem Totalschaden. Sie wären ein top erhaltener Oldtimer. Sie haben halt einfach nur ein paar Kilometer drauf, nicht wahr? Ich würde vor allem eben darauf achten, dass man die Risikofaktoren gut angeht. Und dann fährt der Wagen noch einige 100.000 Kilometer. Das klingt ja nicht zu dramatisch. Aber es gibt mir dann doch alles zu denken. Auch wenn der Professor gesagt hat, dass ich mir jetzt keine großen Sorgen machen muss. Trotzdem habe ich eine Aufgabe, meine Blutwerte verbessern. Was heißt das für mich? Klar, gesünderes Essen und statt mit dem Auto rumzufahren, besser noch mehr mit meinem Schatz spazieren gehen. Also wenn wir jetzt mal zusammenfassen, man kann schon eine ganze Menge für sein Herz machen, damit es fit bleibt. Manchmal beginnt aber schon der Weg ins Leben mit einem Schock. Das eigene Kind ist herzkrank. Davon erzählt die nächste Geschichte. Viele Eltern werden sich ein Leben lang an den Moment erinnern, als sie zum ersten Mal das Babyherz im Ultraschall haben schlagen sehen. Im Mutterleib beginnt nach 28 Tagen bereits das Gewebe, was später einmal das Herz sein wird, rhythmisch zu pulsieren. Nach 10 Wochen schon ist das Herz-Kreislauf-System ausgebildet und voll funktionsfähig. Bei der Geburt schnellt der Herzschlag des Babys auf 180 Schläge pro Minute nach oben. Der erste Atemzug führt zu einem Druckanstieg, sodass sich ein kleines Loch zwischen den Vorhöfen verschließt. Man nennt es das Foramen ovale. Das ist ein Überbleibsel aus dem embryonalen Blutkreislauf.
Leider kommen etwa 1% der Neugeborenen mit einem angeborenen Herzfehler auf die Welt. Glücklicherweise ist er meist nicht gravierend. Zum Beispiel ein kleines Loch in der Herzscheidewand, das sich im Verlaufe der Jahre beim Wachstum von selbst verschließen kann. Schwerwiegender allerdings sind Herzklappendefekte oder auch wenn eine ganze Herzseite unterentwickelt ist. Hier muss die moderne Herzchirurgie die Kinder retten. Auf der Intensivstation des Herzzentrums in Leipzig liegt Karl. Er ist erst 10 Tage alt und hatte einen eher holprigen Start ins Leben. Karl ist mit einem schweren Herzfehler auf die Welt gekommen. Kurz nach der Geburt wurde er von seinen Eltern Michel und Nick getrennt und aus dem Erzgebirge hierher gebracht. Excuse me for a while I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the middle. Ohne Operation könnte Karl nicht weiterleben. Eine Stunde am Tag dürfen Mama und Papa zu ihrem Sohn. Erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich euch beide in so einer Situation besuchen darf. Gern. Wann habt ihr erfahren, dass das Baby nicht gesund ist? 4 Stunden nach der Geburt circa haben wir das erfahren, dass er gerade auf dem Weg ins Herzzentrum ist. Mhm. Und bis dahin wussten wir von gar nichts. Also wir haben eigentlich gedacht, unser Sohn ist kerngesund. In dem Moment bricht ja eine Welt zusammen, oder? Ja. Alles. Alles zusammengebrochen. Und du weißt, du bist Vater geworden und kannst aber dein Kind nicht auf dem Arm halten, nicht sehen, generell eigentlich nicht viel machen. Außer halt nur erstmal zu hoffen und dran zu glauben, dass wieder alles gut wird. Die Ärztin hat mir das erklärt. Ich habe auch teilweise zugehört, aber teilweise waren meine Gedanken einfach nur, warum, wieso, weshalb? Warum jetzt mein Kind? Und mit einem Schlag ändert sich eigentlich alles für einen. Am nächsten Tag soll Karls kleines Herz von diesem Mann operiert werden. Professor Martin Kostelka. Ein Meister seines Fachs, hat man mir gesagt. Mir fällt es nicht leicht, hier zu stehen. Ich habe selbst als junger Mann ein Kind verloren und weiß, was das bedeutet. Ich wünsche dem kleinen Karl und seinen Eltern so sehr, dass alles gut wird. Die Medizin macht enorme Fortschritte, um herzkranken Kindern zu helfen. Eine Innovation in der Kinderherzmedizin kommt aus Berlin. Das Ziel des Teams: die erste körpereigene und mitwachsende Kinderherzklappe der Welt zu entwickeln. Die Idee kam als junger Assistenzarzt auf der Kinderherzstation, wo ich erlebt habe, dass Kinder in kurzen Abständen erneut operiert werden mussten und Herzklappen brauchten, und habe mich dann auf den Weg gemacht, diesen Bedarf zu decken. Weltweit werden jedes Jahr über 400.000 Kinder mit Herzklappenfehlern geboren. Oft müssen diese Kinder bis zu 5-mal operiert werden, weil künstliche oder tierische Herzklappen nicht mitwachsen. Mit der Berliner Herzklappe soll es nur noch eine einzige Operation geben. Dazu wird zuerst eine 3D-Stanze der Herzklappe gedruckt. Durch einen kleinen Schnitt über der Brust des betroffenen Kindes wird ein Stück Herzbeutelgewebe entnommen, mit der 3D-Form ausgestanzt und auf einen Stent genäht. Sehr schön. Die Herzklappe öffnet wunderbar, genau in der Frequenz, in der sie auch im Körper schlagen würde. In nur 2 Stunden kann die Herzklappe mit einfachen Mitteln hergestellt werden und soll so auch Menschen in ärmeren Regionen erreichen. Nach der Fixierung wird die neue Klappe über einen Katheter zum Herzen geführt und über die defekte Herzklappe gestülpt. Ein Stent aus Magnesium löst sich dann von selbst auf. Das hat besonders den Vorteil, dass die Herzklappe sofort vom Körper angenommen wird, mit den umgebenden Strukturen verwächst. Und damit haben wir eine sehr gute Verträglichkeit der Herzklappe und Langzeithaltbarkeit. Die neuen Herzklappen wurden schon erfolgreich an Schafen getestet. Demnächst folgt die erste Studie mit jungen Erwachsenen. Und in Zukunft sollen die Herzklappen aus Berlin Kindern auf der ganzen Welt das Leben retten. Leben retten, und zwar das von Karl, hat sich Professor Martin Kostelka vorgenommen. Er ist einer der erfahrensten Kinderkardiologen der Welt. Es gibt nur wenige, die so viele kleine Herzen operiert haben wie er. Täglich steht er für mehrere Stunden im OP. Den Mann will ich besser kennenlernen.
Herr Professor, ich habe gehört, Sie haben schon sehr viele Herzen operiert. Wie viele waren es genau? Ich habe extrem viele Herzen operiert. 2000 Erwachsene, 8000 Kinder und insgesamt 10.000, alles zusammen. Ich mache mir da viele Gedanken drüber, weil ich selber ein Kind verloren habe und ich weiß, wie viele Emotionen da dabei sind. Absichtlich halte ich so diesen Abstand. Wenn zu einer richtigen Komplikation kommt, ich muss wirklich ganz cool bleiben und die richtige Entscheidung in kurzer Zeit treffen, dann möchte ich nicht die Stimme hören. Ich möchte nicht die Augen von Eltern ganz einfach vor Augen haben. Ja. Das ist belastend. Die Kinder wären eigentlich dem Tode geweiht. Ja. Und Sie schenken denen das Leben. Man ist bereit, in diesem Fach sein Leben zu opfern für die anderen. Ich habe mein Privatleben komplett geopfert. Aber trotzdem, ich würde nie tauschen. Die Satisfaktion ist so groß, ja, dass die nicht ersetzbar ist. Ich drücke ganz fest die Däumchen für morgen und zünde Kerzchen an, dass der kleine Karl ein Leben geschenkt bekommt. Ja. Dankeschön. Dank. Dann startet die Operation, die Karl ein langes Leben ermöglichen soll. Selbst für den erfahrenen Herzchirurgen Professor Kostelka ist diese OP etwas Besonderes. An Karls Herzen sind die beiden großen Arterien vertauscht. Das Blut fließt in die falsche Richtung und kann Karls Körper nicht mit genug Sauerstoff versorgen. Kostelka und sein Team müssen das Babyherz komplett neu zusammensetzen und das im Millimeterbereich. Nach fast 5-stündiger Wartezeit kommt für Michelle und Nick endlich der erlösende Anruf. Die Operation ist einwandfrei gelaufen. Und jetzt sind wir langsam auf dem Weg auf die ITS. Karl wird ein gesundes Leben führen können. Und von Michelle und Nick fällt die große Anspannung und Unsicherheit der vergangenen Tage ab. Wenn ich das summarisiere, besser geht das nicht. Ich schätze, es ist alles sehr... Was habe ich für tapfere und positive Menschen getroffen, die trotz Krankheit ihre Hoffnung und Lebenslust nicht verloren haben. Und ich musste mal wieder daran erinnert werden, seine Gesundheit sollte man nicht aufschieben. Der kleine Karl ist wohlauf und zu Hause angekommen. Ja, wir sind endlich zu Hause. Gerade unser kleiner Karl. Ganz, ganz liebe Grüße an dich. Auch Armin hat sich nach seiner Herzoperation schnell wiederholt und Elmar trainiert fleißig für die nächste Weltmeisterschaft. Und fürs Ende habe ich noch eine große Überraschung. Nach 67 Tagen Wartezeit hat Franziska ein neues Leben geschenkt bekommen. Das neue Herz fühlt sich total gleichmäßig an und ruhig. Das ist wirklich ein schönes Gefühl. Nach der Reha kann Franziska endlich wieder nach Hause zu ihrer Familie. Tschüss, Horst. Ciao. Ich weiß, nicht alle Geschichten enden immer so gut wie diese. Aber man kann selbst viel für sich und auch für andere tun. Bleibt gesund und passt gut auf euer Herz auf.